Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Ich meine, schön ist es hier ja, aber nicht so schön wie in Winden. Hallo? Wer bist du denn? Wir versuchen hier gerade den Mindcast aufzunehmen. Ah, ja, Mindcast, schön und gut. Aber wir werden auch einen Podcast zusammen aufnehmen. Scheinbar erst in deiner Zukunft? Gehe einfach auf sigmundus-podcast.de und folge den Spuren. Spuren? Was für Spuren? Du, ich muss jetzt aber auch los. Aber vergiss nicht, wenn Vögel fallen und Kinder verschwinden, dann ist klar, wir sind in Winden. Das wird jetzt richtig merkwürdig, hier so in der Küche zu stehen und mit imaginären Zuschauern zu reden. Ja, man könnte meinen, wir hätten sie nicht mehr alle. Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Tag Nerds und ein herzliches Willkommen aus dem Mindcast Kochstudio oder Backstudio in dem Fall. Ja, wir haben heute eine kleine Sonderfolge für euch. Wir dachten uns, passend zur Weihnachtszeit werden wir eine Kleinigkeit backen und euch herrlich, ne? Markus hat auch direkt das ASMR ausgepackt. ASMR. Genau. Puddingpulver ASMR. Puddingpulver. Wir haben jetzt keinen Plop-Schutz auf den Mikrofonen. Ne? Nein, das weiß ich, aber der ist ja gegen Wind. Ach so. Ja. Ja, wie ihr gemerkt habt, der Markus ist auch direkt neben mir. Und ja, ich wollte euch, wie gesagt, wir wollen euch ein bisschen dabei mitnehmen, wie wir, zumindest ich, mit meinen nicht vorhandenen Backskills Plätzchen machen. Und zwar in dem Fall habe ich was ausgesucht, und zwar Puddingplätzchen. Klingt schon mal voll geil, muss ich sagen. Tag Nerds übrigens und Tag Christian. Entschuldige bitte, Markus. Du darfst natürlich auch in deiner heimischen Küche mal Tag sagen, ne? Ja, also ausnahmsweise. Also Puddingplätzchen, als du das mir geschickt hattest, das Rezept, dachte ich erstmal so, ich dachte tatsächlich erst so, dass, also wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt so für die Weihnachtszeit ein bisschen irgendwie so ein bisschen was Keksiges backen. Genau. Und als ich Puddingplätzchen gelesen habe, dachte ich erst so, boah, so geil, so weißt du, so diese Puddingbrezeln oder irgendwie sowas mit so einer richtig geilen Puddingfüllung. Ich war ein bisschen enttäuscht, als ich dann weitergelesen habe, aber es klingt trotzdem lecker, muss ich sagen. Ja, das Problem ist, meine Backskills sind jetzt nicht so die größten. Ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus? Backst du? Ja, tatsächlich eher in der Kita als privat zu Hause, wenn dann mal irgendwie ein Brot oder so. Achso, ich dachte, du backst Kinder. Nee, ja, in der Kita macht man halt schon mal ab und zu mal sowas, aber das ist halt dann auch so ein bisschen runtergebrochen. Wenn das hingeschlunzt wird, dann ist das so. Ich meine, da machen ja die Kinder fast alles so, ne? Ja, der eine kippt's Mehl rein und guckt auf die Zahl, wenn die richtig ist und ne, ja, so. Ja. Wenn sie richtig ist. Falls sie eventuell richtig ist, dann ist auch mal 50 Gramm Mehl mehr drin oder so. Das passiert halt mal. Ja, gut, ist das Brot dann halt so ein bisschen pulveriger, ne? Ja, aber also auch in der Kita macht das eher meine Kollegin tatsächlich, aber nee, also wenn ich backe, dann eher zu Hause so Brot oder sowas in die Richtung eher. Also weniger irgendwas Süßes. Nee, meistens ist mir das so ein bisschen, also Kosten und Nutzen nervt mich da meistens so ein bisschen. So dieses, du stehst eine Stunde da rum und backst und dann wartest du noch eine Stunde wie heute auch. Ne? Wir haben eine Stunde Wartezeit, bis der Teig dann irgendwie sich beruhigt hat quasi. Ja. Nach unseren Aggressionen. Muss er erstmal in Selbstreflexion gehen für eine Stunde und dann können wir ihn. Ich fühle das. Dann können wir ihn weiter verprügeln und verbrennen lassen. Ja, herrlich. Aber nee, also meistens nervt mich das ein bisschen. Ich stehe dann viel zu lange, dann habe ich da am Ende so ein paar Kekse raus. Irgendwie, es nervt mich voll. Ja, aber du hast Kekse. Ja, aber ich kann mir auch mal einen Sack Kekse kaufen. Ein Sack? Okay, also ein Beutel reicht dir nicht mehr, du brauchst einen ganzen Sack. Ja. Ah, okay. Ja. Okay, also bist du so ein Süßigkeiten-Fan oder. Kekse gehen tatsächlich echt ganz gut. Was ich zwischendurch echt mal ganz gerne esse, sind diese Beerentatzen. Kennst du die? Mm, die kenne ich. Die dann schön mit so einem Glas Milch oder so. Das ist schon geil. Ja. Ich dachte mit einem Glas Mezzomix. Willst du sowas runter? Nee, alles andere schon. Kekse dann tatsächlich mit Milch. Ja. Okay. Du bist dann so der klassische Typ. Genau. Und wenn Adam Riese mich nicht täuscht und Eva Zwerg mich nicht hinterrücks, oh Gott, Dinge bewegen sich hinter mir im Schrank.
Ja, man muss dazu sagen, vor der Aufnahme hatten wir schon fast den ersten Unfall. Ne? Also Markus wurde erschlagen vom Messbecher. Genau. Ja, er fand schade, dass wir das nicht aufgenommen haben. Ja, total schade. Richtig ärgerlich, dass, ja. Wobei du mich überraschenderweise nicht ausgelacht hast. Aber das war wahrscheinlich auch nur, weil die Aufnahme nicht lief. Wäre sie gelaufen, hättest du wahrscheinlich voll gelacht. Wäre sie gelaufen, hätte ich gelacht. Einfach für den Effekt. Ja, so aus Prinzip. So war ich einfach nur ein bisschen erschrocken. Genau. Das Rezept für die Puddingplätzchen, sehe ich gerade, sollte man vielleicht auch einfach mal der Vollständigkeit erwähnen. Das packen wir euch natürlich als Link in die Folgenbeschreibung irgendwo mit rein. Und es kommt von www.lecker.de. Genau. Wir werden für die Werbung übrigens nicht bezahlt. Es ist ja auch keine Werbung, es ist einfach nur ein Rezept von irgendeiner Seite. Wir kriegen dafür ja nichts. Ja, also was brauchen wir denn dafür? Wir haben uns jetzt erstmal für die doppelte Menge entschieden, habe ich jetzt einfach mal so gesagt, weil was sollen wir mit 20 Plätzchen anfangen? Das ist ja, also dafür gehe ich wirklich nie in die Küche. Also 40 sollten es dann schon werden. Also doppelte Menge, 40 Plätzchen. Laut Rezept Zubereitungszeit 30 Minuten, die Wartezeit 60 Minuten. Die werden wir gleich ohne Aufnahme überbrücken beziehungsweise anderweitig verbringen. Und das Niveau ist ganz einfach. Deswegen hast du dir das bestimmt rausgesucht, oder? Wie gesagt, ich bin nicht der beste Bäcker, deswegen muss ich die kleinen Brötchen backen. Was sind so deine Backfails, wenn du sagst, du bist nicht so der Bäcker? Meine Backfails kann ich dir gar nicht sagen, weil ich... Ich habe noch nie gebacken. Was heißt nie gebacken, aber... Keine Erinnerung mehr dran. Das ist schon ein bisschen länger her, dass ich das letzte Mal gebacken habe. Ich meine, es wäre gelungen, aber ich war auch nicht alleine, davon mal ganz abgesehen. Also ich finde ja Kochen tatsächlich, also ich koche tatsächlich ganz gerne. Es nervt halt immer so nach der Arbeit abends noch kochen und so. Das ist halt super nervig, aber so grundsätzlich... My life. Grundsätzlich koche ich eigentlich ganz gerne. Aber das ist deutlich angenehmer, finde ich, als backen, weil beim Backen kommt es halt extrem nochmal sehr auf die Verhältnisse zueinander an. Also jetzt nicht zwischen uns beiden, sondern von den Zutaten zueinander. Ne, also wenn du da mal irgendwie so 10% mehr hast von irgendwas, kann sein, dass die Konsistenz vom Teig überhaupt nicht mehr stimmt oder, ne? Ja, genau, genau. Das ist dann immer beim Backen so ein bisschen die Schwierigkeit. Also das ist mehr Maßarbeit als Kochen. Ja. Kochen ist bei mir halt nach Gefühl. Also wenn ich würze immer nach Farbveränderung. Was? Okay, wenn die grünen Kräuter in die rote Soße kommen und die rote Soße dann irgendwann gräulich wird, dann sind es viele Kräuter da drin. Na, so in etwa. Also ich kann mich noch, also das, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann schon mal erzählt habe. Ich kann mich dran erinnern, im Hauswirtschaftsunterricht damals in der Schule, ich war ja ein Jahr in der Hauswirtschaftsschule, um so ein Jahr zu überbrücken halt. Und da hatten wir... So, ich dachte, du wolltest Hausfrau werden. Ja. Nee. Ein halbes Jahr Küche, also ne, Essen zubereiten und ein halbes Jahr Service quasi für den Mittagstisch der Schule so ein bisschen Sachen quasi servieren da. Wo du dann als Schüler oder Lehrer dann mittags sich da hinsetzen konntest und sagen, so, ich möchte jetzt hier das Hauptgericht oder nur einen Salat oder irgendwie sowas. Ja. Ein halbes Jahr haben wir halt Küche gemacht, das zubereitet und ein halbes Jahr dann eben in einem Service und dementsprechend auch so, das war dann Fachtheorie Hauswirtschaft, da haben wir dann so Sachen, keine Ahnung, Lebensmittellagerung und so weiter, so ein paar gesetzliche Sachen. Und Fachpraxis Hauswirtschaft war dann eben das Kochen oder Service, halt je nach Halbjahr. Und da haben wir irgendwann dann eben auch zwischendurch immer mal, also wir hatten mehrere Einheiten Fachpraxis pro Woche und in einer, so einer Einheit pro Woche haben wir dann immer Sachen ausprobiert, halt einfach mal so ein bisschen so ein paar Übungen gemacht und so ein paar Rezepte ausprobiert und so weiter. Und in einer Woche, weiß ich noch, sollten wir Schigedina Gulasch mit Spätzle machen. Sehr, sehr lecker. Das Rezept damals war auch sehr geil. Ich ärgere mich total, dass ich die Rezepte von damals nicht aufgehoben habe, weil da waren echt leckere Rezepte dabei. Also jetzt nichts Weltbewegendes, so, aber so, ne, ganz leckere Ergebnisse eigentlich immer. Und bei diesem Gulasch, alle haben das, also wir waren immer so in kleinen Gruppen eingeteilt, so über so verschiedene Kochinseln in so einer großen Küche halt, dann war halt so eine Berufsschule dafür. Ja. Und alle haben das so halt super nach Rezept gemacht, weil die Sachen, die wurden dann halt immer benotet. So. Und dann hieß es ja, so eine Messerspitze Sambal Oleg da noch mit rein und hier irgendwie so ein bisschen Chili-Pulver, Pfeffer und keine Ahnung was. Ja. Und alle haben das original nach Rezept gemacht, weil sie natürlich möglichst akkurat arbeiten wollten. Und ich habe halt irgendwie abgeschmeckt und habe gedacht, nee, das schmeckt noch voll kacke. Ja. Das ist doch kein Gulasch. So, ne? Und dann habe ich das halt nochmal selber nachgewürzt. Meine Gruppenmitglieder voll die Panik gekriegt, Alter, weil wirklich das Gulasch von, also es war im Original nach Rezept, war das so ein Orange. Ja. So, ne? Durch das viele Paprikapulver und so weiter, war halt sehr orange-lastig.
Und als ich das gewürzt habe, ging es eher in so einen dunkleren Ton, weil da kam Pfeffer rein und Pfeffer und Pfeffer und Pfeffer und Pfeffer. Das ist auch bis heute hängen geblieben. Und Sambal Oleg waren halt mehr so 10 großzügige Spritzer anstatt eine Messerspitze und so. Ach, ne? Scheiße. Also es wurde halt von Orange wirklich zu so einem, ja gut, dunkelrot, sage ich mal. Also es war so Signalrot. Ja, nicht Signalrot, aber schon so ein dunkles Gulasch halt einfach. Ja, ne? Ja. Und es hat so kleine Vulkane gebildet. Ja. Die Tapete hat sich auch abgelöst und so. Die Schränke sind von der Wand gefallen. Dem einen oder anderen Mitschüler sind die Augäpfel geplatzt. Oh Gott. Nee, pass auf. Und dann hat die Lehrerin das alles so durchprobiert und wir waren die letzte Gruppe. Ja. Ne? Und keine Sorge an alle Hörer und Hörerinnen, wir backen auch gleich noch. und das Lustige war, wir waren die letzte Gruppe, wie gesagt, und sie kamen zu uns alle so, ja, die haben so eine ja, Note 3, Note 2 und so, ne? Dann kamen die zu uns und sie probiert so und macht so, huiuiui, das ist ja scharf wie die Hölle. Und meine Mitschüler haben mich voll böse angeguckt, ne? Die waren richtig angepisst, hast richtig gesehen. Grüße gehen raus an der Stelle und die guckt sie mich an und sagt so, wer war das? Meine Mitschüler zeigen so auf mich, so voll die Assis, ne? Und ich so, ja, ich dachte, das braucht noch ein bisschen Pfiff, das soll doch auch ein Gulasch sein, oder? Ja. Steht ja nichts von mildem Gulasch im Rezept. Ja. Sagt, ja, boah, das ist scharf wie die Hölle. Guck mich wieder böse an. Aber so muss das auch sein. 1. Ja, geil. Ja, das war mega gut. Und das hat mich damals echt in diesem Denken bestärkt, einfach so nach Gefühl zu würzen und wirklich mal ein, zwei Mal mehr abzuschmecken und auch ruhig mal mutig nachzuwürzen. Mm. Das sind natürlich Sachen, wenn du das so würzt, wenn du das am nächsten Tag isst, wenn das nochmal richtig durchgezogen ist, dann kannst du das ja teilweise nicht mehr essen. Ja, ne? Ja, eben. Chili kalt abschmecken. Da muss Klassiker. Man halt, ja, da muss man halt wissen, esse ich das jetzt frisch weg, ja. Dann kannst du das so machen. Wenn das noch einen Tag steht und du es nochmal aufwärmst, dann würde ich es nicht empfehlen. Genau. Dann lieber ein bisschen vom Capsaicin. Dann ein bisschen rückhaltend würzen. Ja. So, apropos würzen, ich würde sagen, wir würzen mal hier diese Teigschüssel. Achso, wir können ja noch den Handrührer rüberholen. So. Ja. Und ja, also es kann jetzt auch sein, dass die Soundqualität zwischendurch mal so ein bisschen kreuz und quer geht, weil wir hier wieder das gute alte DJI Mic, das ihr schon vom Werwolf Wanderweg kennt, benutzen. Wer es noch nicht gehört hat, unbedingt nachhören. Ich musste es selber nochmal nachhören und habe Tränen gelacht. Das war gut, oder? Das war großartig. Also ich habe es tatsächlich nicht nochmal gehört, weil ich habe es beim Schneiden der Folge, so ein paar kurze Elemente sind da tatsächlich rausgeschnitten, unter anderem deine Pipi-Pause. Da habe ich ja dann zum Ende hingeschnitten. Ja. Ist ja auch nichts Spannendes passiert zwischendurch. Nee. Ja, man hat ein Gestrulle schon gut gehört. Das war schon gut, dass ich es rausgeschnitten habe. Es war schon ein bisschen ekelhaft. Genau. Apropos ekelhaft, lass uns backen, Christian. Apropos ekelhaft. So, wir holen ja nochmal die Küchenwaage. Genau. Und dann schauen wir mal. Also jetzt ist erstmal Phase 1 quasi, so MCU Phase 1. Ja. Wir bereiten jetzt erstmal den Teig vor, dann muss er eine Stunde ruhen und dann wird das Ganze nochmal hier ausgerollt, gestanzt. Ach, haben wir eigentlich was? Ach nee, das wird nur gerollt. Das wird so kleinen Kotballen gerollt und dann platt gedrückt, genau. Richtig. Okay, das machen wir. Das machen wir so. Ich liebe deine Metaphern zu kleinen Kotballen gerollt, ach. Genau, Milliliter brauchen wir nicht. Wie so komische Käfer. Wir brauchen Gramm. So, Rezept. Schritt 1. Ich hole mal die Butter aus meiner Hosentasche übrigens, bevor wir sie vergessen. Ist jetzt lauwarm? Ja, lauwarm nicht, aber auf jeden Fall weich. Schön. Erst holt er sie aus der Hose und dann drückt er sie mir ins Gesicht. Schön. Ja, das passiert übrigens nicht nur mit der Butter. Wow. So wird's zum Thema Kotballen. Ja. Oh, komm schon. Die hängt da was im Bart, Christian. Naja, hast du was zu naschen für später? Ja, genau. So, ich esse dann die Kekse und du den Rest aus dem Bad. So, also. Bitte anfangen, bitte. Gedanklich sind wir schon wieder vorbei. Ja, es ist Freitag. Okay, ich überlasse dir die Ehre, mal anzufangen. Ja. Mit Schritt 1. Ich kann es ja in der zweiten mal vorlesen. Butter mit den Schneebesen des Handmixers schaumig schlagen. Also nur mit den Schneebesen. Also einfach so jetzt in die Hand nehmen und dann so. Komm, ich hau da jetzt einfach so drauf. Genau. Ne? Schlagen, bis es schaumig ist. Ja. Lutschen, bis das Weiße kommt. Oh. So, Butter mit den Schneebesen des Handmixers schaumig schlagen. So, wie viel Butter brauchen wir? 200, ne? Hä? Was war denn jetzt dein Plan? Du legst die Butter drauf und stellst auf 0? Ja, ganz genau. Und jetzt nehme ich ab. Minus 50 machen willst.
Nein, nein, ich mache minus 200. Achso, ja, ja, gut, okay, na, Messer drin, ja, ja, okay. Kannst du machen. So, was brauchst du? Wo hast du ein Messer? Ich brauche ein Messer. Weil wir können am besten hier vielleicht direkt mal so ein Teig. So ein Teigschaber. So ein Teigding, man kann es ja auch abtragen. So, Augenmaß. Ja, Augenmaß, ja, würde ich auch sagen, so ungefähr. Passt ganz gut, glaube ich. Ich halte mal hier hinten fest, also das Butterpäckchen, nicht den Christian. Glitsch, 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 ja, ist nicht so optimal, ne? Nee, aber mit Messer wäre es, glaube ich, nicht viel besser. Minus 150 habe ich geschafft. Never ever. Und dann nehmen wir nochmal hiervon. Das müssten dann ja logischerweise jetzt die Hälfte sein von dem, was überbleibt. Ah, ich bin mal sehr gespannt, wie die schmecken. Also das Rezept klingt ja eigentlich ganz gut. Also im Prinzip ist es so ein ganz typischer Mehlkeks, Mehl und Puderzucker so ein bisschen als Grundteig mit Vanillepuddingpulver vermischt. Scheiße. Was jetzt? Lässt ihr dir die Zeit in New York anzeigen? Ja, das wird schon passen. So viel zum sehr genauen Abmessen. Schritt 1 vorbei. Aber wir können jetzt mal die Gegenprobe machen, indem wir die Waage einfach wieder auf 0 stellen und das dann einfach mal drauflegen, was noch über ist. Müsste jetzt knapp über 50 Gramm sein mit der Verpackung. Ja, 56 Gramm passt. Passt. So, die packe ich jetzt nicht wieder in die Hose, sondern in den Kühlschrank, bitte. So. Oh, Butter am Finger. Ach, übrigens, hier. Die Sabrina hört ja auch fleißig unseren Podcast. Die Sabrina hat mir gestern ein Paket geschickt. Das kam gestern an. Da war unter anderem diese wunderbare Mettwurst. Die musst du jetzt mal probieren. Max, hast du Bock auf Mettwurst? Ich habe immer Bock auf Mettwurst. Die ist nämlich saulecker. Das war so ein ganzer Ring. Da ist jetzt tatsächlich nur noch dieses Stück über. Habe ich gestern schon ein bisschen weggesnackt eventuell. Bisschen? Ja, es ist super geil. Pass auf, das wird jetzt hier unsere Snackwurst. Die lege ich jetzt mal hier hin. Da können wir uns mal zwischendurch hier ein bisschen einwursten. Oh, ich wollte schon immer mal hier, bitteschön. An deiner Wurst knabbern. Die ist sehr, sehr lecker. Mm, die ist wirklich richtig. Ja, schön geräuchert. Herrlich. Mm, perfekte Konsistenz. Das ist wirklich, ich freue mich auch immer, wenn die Wurst die richtige Konsistenz hat. Also so Wurst kriegst du halt richtig gut in meiner alten Heimat. So Niedersachsen, Kassel, so die Ecke im weitesten Sinne. Ja. Und ich muss direkt noch ein Stück essen. Die große Wurstverkostung. Die Sabrina hat übrigens auch gesagt, ich soll dich einfach mal fragen, ob du Ahle Wurst kennst. Ahle Wurst kenne ich. Kennst du tatsächlich noch? Okay. Ja, tatsächlich. Ich wollte dich gerade füttern. Oh, Schatz. Hier bitte Careless Whisper einfügen. Nee, aber ich habe ja auch Verwandte in Ostfriesland und da kenne ich das auch her. Okay. Man ist auch Niedersachsen. Quasi. Ich mach mal weiter mit Schritt 2. Mhm. Ah nee, hier, Genau, wir müssen eigentlich jetzt erstmal Schaumig schlagen, ne? Genau, ja, wolltest du das noch machen? Ja, kann ich machen. Lass mich Krach machen. So, das wird jetzt natürlich ein bisschen laut. Ja, wir entschuldigen uns jetzt dafür, aber es gehört dazu. Genau, mach das einmal kurz rein. Ich muss mal gucken, ob die richtig drin sind, weil manchmal sind die ein bisschen reingesteckt. Also rundlaufen ist anders. Ja, das ist schon ein bisschen älter, ne? Das war aber auch mutig, hier so mit dem Finger gerade reinzupacken. Das hätte ja. So, ja, das geht aber. Ist nicht schlimm, ich bin Ersthelfer. Dann ist ja gut. So, ich esse hier noch mal ein bisschen Wurst. Ja. Boah, ist lecker. Ich schneide hier einfach mal alles direkt schon in Scheiben. Ich schneide in die Scheiben. Was? Genau, du schneidest die Scheibe. Ja. Also vielen Dank, liebe Sabrina. Ja, danke auch für dieses nette Wurstpaket. Christian, du alter Schaumschläger. Ah. So, jetzt müssen wir erstmal abwiegen und dann weiter unterrühren. Ja, dann mache ich damit mal weiter. Le 40 Gramm Puderzucker. Und währenddessen gönne ich mir auch noch mal ein Stück ab. Achso, und den Vanillezucker auch noch. Mhm. Da kannst du ja vielleicht schon mal hier die Päckchen aufmachen und dazu schmeißen. Einfach dazu schmeißen. So. Genau, einfach dazu schmeißen. 40 Gramm Puderzucker. So, aber bitte erst, wenn ich hier die 40 Gramm abgewogen habe. Kommen wir da ein bisschen durcheinander. So, warum machen wir eigentlich diese Folge? Ach, 42 Gramm Puderzucker passt. Wir sind da nicht so. Warum machen wir die Folge? Um euch ein bisschen Lust auf die Adventszeit zu machen, um euch ein bisschen Lust aufs Backen zu machen oder euch klar zu machen, warum ihr selber auch selten backt, weil es euch genauso geht wie uns wahrscheinlich hier gleich, dass wir alles verfluchen, inklusive unseres Lebens.
Wenn am Ende die Küche brennt, habt ihr zumindest einen kleinen Eventfaktor noch dabei. So, weiter geht's. Ja, ich mach das erstmal ganz vorsichtig. Ja, mehr brauchst du auch nicht, ist ja nur unterrühren. Ja. Ich glaube, ich muss ein bisschen schneller machen. So. Das reicht erstmal wieder. So, genau, das reicht. Und dann geht's weiter mit. Jetzt wird geknetet. Genau, ja, dann drücke ich die mal raus. So, wie viel Puddingpulverpakete war es? Entschuldigung. Ich wurde angebuttert. Ja. So. Willst du abbinden? Nein. Also fast nur Butter. Bist du ekelhaft? Das ist süße Butter. Boah, das, Alter, ist voll geil. Boah. Also, Alter, das ist echt mega. Diese Mischung grad besteht fast komplett aus Butter, Christian. Und du leckst. Boah, Alter, ist das ekelhaft. Nein, ich leck's nicht ab. Ich nehme einen Finger und streiche es ab. Und dann stecke ich mir den im Mund. Ende vom Lied. Du isst es. Ja. Boah, das ist halt wirklich fast nur. Boah, ist das geil. Boah, ist das ekelhaft. Okay, Puddingpulver und Mehl unterkneten. Also erstmal, was war es jetzt? 2 Pakete Puddingpulver. Jo, machen wir rein. Bum, 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 bum. Nom. Nom, nom, nom. Warte, ich zieh mal die alle Wurst an. Boah. Was? Einfach ins Spülbecken legen. Ja, brauchst jetzt nicht abspülen. Das müssen wir nachher noch mehr Sachen spülen. Lass es einfach da rein. So, dann brauchen wir wie viel Müll? 200 Gramm Müll. 200 Gramm Müll. Machst du das Augenmaß oder? Nee, mit der Waage. Nein, ich meine so aus der Tüte oder mit dem Löffel? Ja, so aus der Tüte. Okay. Ich sehe ja die Zahl da unten. Ja, ich kann ja dann aufhören zu schütten. Ja. Ich habe ja, also ich im Gegensatz zu dir, habe noch Kontrolle über meinen Körper. Ich kann das beenden, ja, diese Bewegung. Ich kann das beenden. Ich kann dich gleich mal beenden. Du. Gut auch, dass du schon aufgemacht hast. Ich hätte jetzt eigentlich vorgeschlagen, dass wir erstmal das angefangene Mehl aus dem Schrank nehmen und gucken, ob es reicht. Aber gut. Du kannst den Rest einfach dazu schütten. Nee. Nicht? Nee. Ah, okay. So, also 200 Gramm Mehl. Das ist also überhaupt Weizenmehl. 55 haben wir hier. So, wir nähern uns der 200. Oh, jetzt wird es aber ganz genau, ne? Ja. 199. 200! So, ding, ding, ding. So, schön wieder zumachen, bevor sich das hier alles verteilt. Ich kenne das ja. So, unterkneten. Das heißt, Knethaken rein. Jetzt darfst du mal. Wunderbar. Wow, du wurstest auch, ne? Ja, er hat mir kein Stück mehr gegönnt. Ne. Aber danke nochmal an Sabrina, die war echt lecker. Mhm. Ich bin ja mal gespannt, ob das was wird. Na, jetzt riecht es doch schon mal lecker vanillig. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe noch irgendwie so Mettwurst in der Nase. Zumindest den Geruch. Nicht die Wurst selber. Ich wollte gerade sagen, und du sagst, ich gönne dir kein Stück mehr. Dabei hast du noch eine Mettwurst in der Nase. Wobei die zwei Enden könnte man sich in die Nase stecken. Ja. Also bei dir passt es rein. Ja, bestimmt. Oha, der Markus gibt Gas. Na, das wird so ein krümeliger Teig, aber das ist auch ganz gut, weil dann wird er nicht so klebrig. Genau. Im Idealfall nicht. Aber da ist ja eigentlich auch nicht viel drin, was kleben kann, ne? Also. Ist kein normaler Zucker drin. Ich muss ja sagen, ich freue mich da schon richtig drauf. Ja. Bin mal gespannt. Ich sehe bei der Menge gerade irgendwie noch nicht ganz 40 Kekse, aber. Ich auch nicht. Aber die sollen ja auch nicht riesig werden. Das stimmt. Obwohl. Wir machen einen Keks daraus. Obwohl, genau. Hier, setz dich, nimm dir einen Keks. Genau. So, jetzt kommt das Ganze in die Frischhaltefolie und wird eine Stunde kalt gestellt. Das heißt, ich hole hier mal aus dem kaputten Backofenunterschrank die Frischhaltefolie raus. Da frage ich mich ja, würde auch so ein Gefrierbeutel das Gleiche tun? Oder? Ja, theoretisch schon. Es geht ja nur darum, dass der so ein bisschen luftgeschützt ist, damit er nicht groß trocknet. Ja. Und damit du den halt im Prinzip, wo du willst, hinlegen kannst. Schau mal Teig. Ich glaube, ich mache das direkt mit der Hand. Wie du willst. So.
So, oh, der lässt sich aber. Achso, nee, Moment mal, eigentlich bist du ja dran hier. Jetzt ist es zu spät. Jetzt hast du angefasst. Ja, jetzt habe ich ihn an der Hand. Müssen sich auch nicht direkt beide vollsauen. Ja. Reicht, wenn du dich vollsaust. Du wohnst hier. Genau. So, ja, fühlt sich aber ganz gut an. Ist relativ weich. Ganz gute Konsistenz. Das ist gut, da freuen wir uns. Das haben wir ja gerade schon festgestellt. Kratzen wir hier noch. Wir freuen uns, wenn die Konsistenz schön ist. Mhm. Schöne Konsistenz macht Freude. So, dann einmal Hände waschen und dann wird der Boy eingewickelt. Oder du wickelst den Boy da schon mal ein. Ja, ich wickel den Boy ein. Und wenn du das da so drauf klopfst, dann musst du es auch reindrücken. Ja, das mache ich, während ich einwickel. Du Wickelmann. Ja. Wenn ich eins kann, dann ist das ganz schlau faul sein. Das kann ich bestätigen. So, dann ist er fertig und dann packen wir den jetzt eine Stunde in die Küche, machen in der Zeit was anderes, was wir den Hörern und Hörerinnen aber nicht verraten. Genau. Und dann geht's für euch in einer Stunde weiter. So, da sind wir wieder. Back to the kitchen. Wir sind zurück im Kittchen, wie Otto Walkes sagt. Und jetzt haben wir hier einen wunderschönen harten Teig. Oh, herrlich. Schön hart. Oh. Jetzt ist die Konsistenz definitiv fester als vorher. So, entwickel den Schlong hier mal und ich lege hier mal die kleine Unterlage. Kleine Silikonunterlage auf die Arbeitsfläche. Ja. Damit wir hier so ein bisschen frei rollen können, ohne dass man das hängt. Der riecht geil. Ja, schön vanillig. Mhm. Vanillös. Vanillös. Gefällt mir gut. Ja gut. Jeweils eine kleine Portion Teig zwischen den Händen zur Kugel formen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben, eine Gabel leicht mit Mehl bestäuben und die Teigkugel damit flach drücken. Restteig ebenso verarbeiten. Achso, ich dachte, mit dem Rest machen wir was anderes. Ja. Was für ein Blödsinn. Wir machen ein Kügelchen. Ne, was eine Kugel? Rest wegschmeißen. Ja. So. Und da kann man 40 Mal mit Mäusezähnchen dran nagen. Du kannst unten drücken, genau. So, Backblech. Hol dir mal ein Backblech. Sehen deine Backbleche auch so ekelhaft aus? Ja, die sehen auch so ekelhaft aus. Wir machen die alle Jubeljahre mal wirklich sauber und gefühlt irgendwie nach dreimal Backofen benutzen, sehen die wieder komisch aus. Also ich glaube, die müssen irgendwie auch irgendwie so aussehen. Ja. Aber, ich wollte gerade fragen, willst du nicht den Rest rausholen? Na gut, ich meine, das ist angepackt. Ja. Aber das brauchen wir heute, glaube ich, cool. Vielleicht kriegen wir 40 Kügelchen da drauf. Ja, vielleicht mache ich das einfach mal gerade hier sauber noch. Wie gesagt, doppelte Teigmenge war auch eine spontane Entscheidung. Na. Jetzt hör auf, du hast eben schon den Block Butter gefressen. Auf jetzt. Den Block? Hallo? So viel Butter habe ich nicht gegessen. Gefühlt schon. Das waren so ein, zwei Fingerchen. Oh, schön, wie der Markus da schrubbt. So. Ich könnte den ganzen Tag dabei zusehen. Ja. Ja, wie auf der Arbeit, da gucke ich den Leuten auch gerne beim Arbeiten zu. Dabei zusehen, Story deines Sextapes. Genau. Okay. Also wenn wir das Backblech benutzen, könnten die Puddingplätzchen so ein bisschen nach Hühnchen riechen, schmecken, keine Ahnung. Ja, das ist das gute alte Brathähnchen von vor 3 Monaten. Ja. Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de/mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast. Es liegt auch noch drauf auf dem Backblech. So, sollen wir das Pi mal Auge machen oder sollen wir das abwiegen? Möchtest du jetzt, also ist dein Vorschlag jetzt wirklich nur für mein Verständnis, den kompletten Teig zu wiegen und dann durch 40 zu teilen? Möchtest du jetzt jeden Teigklumpen abwiegen? Ja. Nein. Das machen wir bitte nach Gefühl. Alles klar.
Also wir können, wenn du... Wir brauchen sowieso erstmal Backpapier. Ja, ja. Wenn du das möchtest, kannst du das vielleicht grob voreinteilen in 4 Viertel und dann können wir da ungefähr 10 Dinger draus machen. Oder? Ja, suchst du das hier? Nee, ich habe es nicht gesucht. Ich habe geguckt, ob wir noch einen Teigschaber hier gerade verfügbar haben. Haben wir aber gerade nicht. Reichst du mir einmal ein bisschen Paper? Smoke weed every day. Dankeschön. So. Backpapier. Ja, und da hat es geklingelt. Es hat geklingelt, das heißt, wir machen gleich ein kleines Essenspäuschen. Aber das braucht euch nicht interessieren. Davon merkelt ihr nichts. Genau, wir kümmern uns hier noch kurz um das Backblech, auf die wir jetzt dann gleich die Plätzchen verteilen werden. So, die Backbleche sind vorbereitet. Grandios. Herrlichst. Und ich würde sagen, wir sehen uns hier gleich wieder nach einer kurzen Essenspause, denn da wartet jetzt gerade warmes Essen auf uns. Oh, geil. Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de/mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast. So, da sind wir wieder nach Essenspause mit Currywurst und Pizza. Und einem verstörten Christian. Ja. Warum, das werdet ihr nie erfahren. Genau. So, wir sind jetzt dabei. Ich habe gerade schon mal den Backofen angemacht. Der wird jetzt hier 180 Grad Ober-Unterhitze gerade vorgeheizt. Ja, Drecksbackofen, was willst du? Ja? Genau. Und dementsprechend sind wir jetzt dabei, die geteilten Teigstücke zu kleinen Kugeln zu formen zwischen unseren Händen. Mhm. Um die dann gleich auf das Backblech zu legen und dort mit einer leicht mit Mehl bestäubten, ich dachte, du haust jetzt so eine Teigkugel rein. Ey, ich dachte, du snackst jetzt so ein Ding weg. Ich bin kurz davor, die riechen so geil, genau, ich würde so machen. Ich hau nicht mehr vom Backblech. Ich warte nur auf eine Ausrede, das zu tun. Ach so. Wenn du jetzt nochmal atmest, dann. So, ich bin mal gespannt. Also der Teig lässt sich auf jeden Fall sehr angenehm ausrollen. Das Abkühlen und ein bisschen zur Ruhe kommen hat ihm auf jeden Fall gut getan, scheinbar. Ja. Und ja, ich bin noch nicht so ganz konform mit der Idee, so eine mehlbestäubte Gabel das platt zu drücken, aber das wird wohl seinen Sinn haben. Ja, da sollen einfach nur so Riffel rein. Mehr ist ja, das nicht. Ja, durch das Mehlbestäuben bleibt es halt nicht kleben unbedingt. Es ist jetzt hier auch nicht alles perfekt geteilt, also die sind schon ein bisschen unterschiedlich groß. Ja. Aber es war jetzt auch keine Maßarbeit, sondern mit Augenmaß. Also schon irgendwie Maßarbeit. Also doch. Genau, also doch. Zwar keine Maßarbeit, aber mit Augenmaß, also doch. Genau. Ja, es ist jetzt nicht genau abgewogen oder sonst irgendwas, also... Komische Menschen wären jetzt auf die Idee gekommen, alles genau abzuwiegen. Ich weiß nicht, wer auf sowas kommt, aber. Du, wenn ich zum Beispiel Nudeln mache, na, und ich will nur die Hälfte der Packung nehmen, ich wiege das ab. Bist du geisteskrank? Nein. Warum? Ich bin deutsch. Warum? Ich mag es, wenn es genau ist. Ich bin da tatsächlich echt penibel. Aha. Weil ich ein ganz beschissenes Augenmaß habe. Hm. Das habe ich in meiner Ausbildung gemerkt. Als ich dann, oder im Zuge meiner Chemikantenausbildung, musste ich auch in die Werkstatt. Na, und da muss man wirklich sehr genau arbeiten. Ja, und da habe ich das so ein bisschen eingeimpft bekommen. Und das zieht sich jetzt so ein bisschen durch mein Leben. Nudeln abzuwiegen? Nudeln abzuwiegen, genau. Okay. Na, meine ehemalige Chefin sagte immer, oh, du bist so deutsch. Die sagte immer zu dir, Christian, wiege deine Nudeln. Genau. Was? Du bist so deutsch, du musst deine Nudel wiegen. Ja. Nudel ganz wichtig hier im Singular. Ach so, du hast Singular benutzt. Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Mhm. Pass mal auf, sonst benutze ich gleich Futur 3. Oh. Ja. Es ist so weit in der Zukunft, dass es schon wieder in der Gegenwart ist, ne?
Nee, dass es in der Gegenwart passiert sein wird oder irgendwie sowas. Kann ja. Ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Aber es ist großartig, der Text. Du wirst gegangen hatten. Jan-Philipp Zimny. Ja. Bärenkatapult. Was? Bärenkatapult. Warum? Was? Fick dich. Darum. Ja, übrigens schön, aus schön. Meiner Hood. Na? Jan-Philipp Zimny ist Wuppertaler. No, das erklärt so einiges. Ja. Ja. Deswegen ist er so großartig. Ja. Ja. Belassen wir es mal dabei. Ich habe doch schon eine Schüssel hingestellt, da können wir gleich so ein bisschen Mehl reintun, wobei das eigentlich Blödsinn ist. Wir können aber ein bisschen Mehl hier auf die Unterlage kippen gleich. So viel brauchen wir nicht. Pieps, pieps, pieps. Der Backofen hat uns lieb und ist vorgeheizt. Ja. Das ist ganz gut, weil wir sind ja auch gleich fertig mit dem Rollen der Kügelchen. Genau. Dann kommen die aufs Backblech und werden dann in Form gebracht. Wir in die endgültige. Übrigens, wenn ich mich nicht gerade komplett verzählt habe, haben wir es übrigens tatsächlich mit Augenmaß geschafft, jetzt auf 39 von 40 38. Wenn ihr gleich so einen Klong von dem Backblech hört, hat er es wirklich getan und so ein Ding gegessen. Ja. Das lasse ich, da lasse ich euch dann aber dran teilhaben, an diesem akustischen Erfolg. Backblech ASMR. Es gibt ja so ein paar Dinge auf meiner persönlichen Bucketlist. Ne? Ich möchte mal wirklich einen mit so einem riesen Fisch oder mit so einem riesigen Schlabberschnitzel einfach mal so komplett durchs Gesicht laschen. Weißt du, so mit Anlauf und Schmack ist nicht so patsch. Okay, du hast echt eigenartige Fetische, aber no King-Shaming, Mensch. Ja, eben. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Das war nicht das Backblech von mir. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39. Ich bin begeistert. Ich auch. Also das mit Augenmaß und also interessant daran ist, dass sie wirklich unterschiedlich groß sind, aber trotzdem kommen wir ziemlich genau auf die Zahl. Ja. Das sagt eigentlich nur was darüber aus, wie unterschiedlich groß sie tatsächlich sind. Ich mache nochmal ein Foto für Steady, damit da der ein oder andere vielleicht mal gucken kann, genau, wie es abgeht. So, ich würde sagen, die Schüssel stelle ich mal wieder weg. Die brauchen wir nicht. Ja, ich würde sagen, wir nehmen dann beide Backbleche, oder? Ja, ich würde sagen, erstmal eins anfangen, erstmal gucken, wie die dann platt gedrückt tatsächlich auch sind. Ja. Also wie platt sie dann werden und wie viel Platz sie einnehmen. Vielleicht kriegen wir die ja auch auf alles drauf. Die gehen ja auch nicht groß auf. Ja, genau. Ne? Also das kann ja sein, dass da ein Backblech wunderbar reicht. Wäre tatsächlich auch besser, weil wir jetzt eine Ober- und Unterhitze benutzen. Wenn zwei Backbleche drin sind, ist ja, das ein bisschen ungünstig. Also ein Backblech anzupeilen wäre super. Das wäre perfekt. Komm her, ich leg mal hier so ein Kügelchen drauf. Du kannst mal... genau. Fangen wir mal hinten an. So, Todesgnocchi. Ich würde fast schon sagen, das ist zu sehr gepresst. Ja. Oder? Ja, wahrscheinlich. Machen wir es mal. Oh ja, ja, das sieht, glaube ich, gut aus. Ja, den Pressmeier kannst du dir mal merken. Dann nochmal ein bisschen anmehlen vielleicht. Das merkst du, dann ziehst du die so halb auseinander. Sagt er jetzt so ganz neunmal klug, ne? Aus der Besucherloge. Ich glaube, ich mache das jetzt bei jedem Keks. Ja, das ist ja kein Problem. Oh ja, oh, der sieht gut aus. Der ist wirklich... Wunderschön, ne? Ja. Ich bin auch ein bisschen begeistert von mir. Du bist noch zum Backprofi. Demnächst bei Sallys Welt. Christian M. aus W. Ja. Präsentiert seinen G... Was? Nein, ihren. Was? Nun... Kommen wir zum nächsten Keks. Was sind denn eure Lieblingsplätzchen da draußen eigentlich? Für mich gehen ja tatsächlich Vanillekipferl eigentlich immer. Da kann ich aber nicht so viel von essen. Leider. Kokosmakronen finde ich auch sehr cool. Ja. Gibt es so Klassiker-Kekse, die dir gerne reinlasch? Also auch wenn du sie nicht selber produzierst in der Regel. Tatsächlich die gerade genannten Vanillekipferl finde ich auch mega geil. Ansonsten gehen bei mir Schokokekse mal ganz gut. Ja. Ne, auch wenn die jetzt nicht so 100% weihnachtlich, ne, also wie man sich so vorstellt, sind. Mhm. Ne, weil die gehen das ganze Jahr. Sehr nach zwei Backblechen. Ja, ich würde auch sagen. Wobei wir die vielleicht auch einfach nochmal umschieben müssen gleich hier. So platztechnisch.
Vielleicht mache ich das einfach schon mal, dass ich die hier so in der Ecke so ein bisschen anreihe und du platzierst die einfach nochmal. Ja. Dann verschiebe ich die schon mal ein bisschen. Das, wenn wir das so machen? Also ich so schon mal hier drauf? Ja, kannst du machen. Ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen aufpassen, dass ich die mit dem Teigschaber wieder runterhole, weil... Das ist eine dämliche Idee. Da haben wir ja im Prinzip dann alles zweimal in der Hand, so, ne? Ja, davon mal ganz abgesehen, musst du sie erstmal von der Silikonplatte da runterkriegen. Ja gut, die ist jetzt halt nicht eingemehlt, ne? Ja, deswegen, ich drück die nur in die Silikonplatte rein dann. Ja. So, guck mal, jetzt sieht das von der Verteilung aber schon ganz anders aus. Und das sieht schon ganz anders aus. Da, upala. Upala, Wuppertal. So, wenn jetzt hier am Ende so ein bisschen aneinander hängen, ist das, glaube ich, auch nicht so wild. Nö. Essen mal zwei Kekse anstatt ein. Ach so, das ist so schade. Das ist echt tragisch. Zack. So. Jetzt machen wir eine Fertigungsstraße draus. Genau, was wir jetzt im Prinzip also machen, für die, die es nicht sehen können, weil das wird keiner von euch sein, denn das gibt es nicht als Video, was ihr hier gerade hört. Genau. Wir drücken gerade die, also, oder Christian drückt die Teigkügelchen platt. Aber wir werden gleich, bevor wir sie in den Backofen schieben, noch ein Foto machen. Ja, für die Steady-Nutzer, die auf steady.de/mindcast sich vielleicht dazu entschieden haben, das Ganze zu unterstützen, können auch Bilder davon sehen. Was hast du denn mit dem gemacht? Der ja, ich habe versehentlich wieder auf der Silikonplatte. Achso. Hast du deine Aggression wieder freien Lauf gelassen? Ja. Das habe ich. Was könnte sein, dass wir hinkommen mit einem Backblech? Das sieht im Moment ganz gut aus. Ja. Wenn du nicht so 3 Kilometer Flatschen draus machst. Ich versuche mein Bestes. Da hier, so die, ne, da hast du ja auch so ein bisschen was noch zum Beißen, ne? So ja. Als. Weil bei dem hier, der fällt ja auseinander, wenn du, also das hast du ja quasi. Ja, ist ja gut. Schön, die kommen. Du möchtest was beißen. Ja. Sorge dafür, dass ich die Kekse beißen kann, sonst bist du der nächstbeste. Du riechst ja auch schon so ein bisschen nach Vanille hier gerade, dann bist du der Nächste, der dran glauben muss. Mein kleines Vanillekipferl. Oh Gott. Ich mach, das reicht. Ich möchte gerade kotzen. Ja, nicht vergessen, schlucken. Ne? Du möchtest deine Kotze schlucken? Nein, du sollst deine schlucken. Es sei denn, du möchtest meine Küche wischen. Nee, möchte ich nicht. Gut, dann lassen wir das doch einfach. Apropos Kotze, kommen wir zurück zu euren Lieblingskeksen. Apropos Kotze? Was? Was? Ich bin ein bisschen verstört. Was gerade. Sind denn so eure Favorites? Sagt uns doch mal gerne, schreibt's über mindcast-podcast.de/feedback oder über die Social Media Kanäle eurer Wahl. Kommt auch gerne auf unseren Discord-Server. Da gibt's immer mal wieder den ein oder anderen Plausch. Wir tauschen Musikempfehlungen untereinander aus. Ja, und das ist dann mein Part. Man trifft sich abends mal in dem einen oder anderen Channel zum Zocken, zum Quatschen. Genau. Gerne. Ach, das war's schon. Das war's schon. Das war der letzte. Okay, wunderbar. Wir sind auf ein Backblech. Nee, Moment. Möchte ich jetzt wirklich laut aussprechen, wir sind auf ein Backblech gekommen. Naja, Dinge passieren. Nur ist es halt so. Ich hatte gehofft, du würdest ein anderes Wort nehmen. Also, wir sind gerade gemeinsam auf dasselbe Backblech. Was? Nein. Also, es hat gereicht. Wir sind rein rechnerisch auf ein Backblech gekommen und brauchen das zweite nicht, was sehr gut ist. Jetzt packen wir das Ganze in den Ofen. Vorher mache ich nochmal ein Foto. Es ist auf jeden Fall kein Bukake-Blech. Was? Noch nicht. So, da sind die Cakes. Und das machen wir jetzt hier in den Oven rein. Genau, und dann 10 bis 12 Minuten backen. Genau, das sage ich jetzt auch mal meinem Handy. Okay, Google, Timer 10 Minuten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob meine Hose auch antwortet. Mit einem lauten... Ja, mein Handy hat mitgeantwortet. Sehr gut. So, ich mach mal meinen Timer aus. Wir brauchen ja keine 2. Oh, meiner pausiert sich ab und zu mal. Das ist ziemlich ätzend, wenn ich zwischendurch beim Kochen oder so nochmal hochgehe, weil hier irgendwas 15 Minuten am Rühren ist oder irgendwas im Thermomix. Ja. Gehe ich hoch, stelle so einen Timer auf dem Handy, dann nochmal kurz irgendeine Mail schreiben, sonst irgendwas. Gehe ich hoch,
versumpft dann natürlich wieder irgendwie vor irgendeinem YouTube-Video oder so. Vergesst die Zeit, guckt aufs Handy, dann ist es so pausiert auf 8 Minuten 52. Und dann denkst du so, wie viel Zeit ist seit dem Pausieren vergangen? Ich habe keine Ahnung. Das Essen wird es mir sagen. Äußerst ungünstig. Wenn das Essen sagt, töte mich. Ja, kannst du mal den linken Mülleimer öffnen? Offen. So, einmal kurz abschütteln. Oh. Schön synchron abgeschüttelt. Herrlichst. So, ich habe gerade das Mehl, das Restmehl von dieser Silikonunterlage hier in das Nirvana des Mülleimers verfrachtet. Ja, das Restmehl. Genau, so. Haben wir hier noch gerade irgendwas zum Saubermachen? Nicht so wirklich. Also man könnte hier schon mal so ein bisschen... Man könnte das Gerät zum Beispiel... Genau, das Puddingplätzchen-Rezept lege ich auf jeden Fall mal hier an die Seite. Wenn das was ist, dann ist es eine gute Sache. Und ich brauche es auf jeden Fall ja nochmal zum Abtippen. Beziehungsweise ich kopiere mir das dann einfach von der Website. Ist ja viel einfacher, als es nochmal abzutippen. Wenn ich es eh am Computer schreibe. Wo war das jetzt hier? Ja, links. So, das da wieder rein. Herrlich. So, wenn ihr das riechen könnt. Eine Keksdose. Ja, aber der Geruch macht sich schon ein bisschen breit. Ne? Ja, ja. Ist schon ganz angenehm. Machen wir mal auf. Ja, geht schon ganz gut. Jetzt haben die gerade so ein bisschen den Touch von, oh, ich hasse das, ey. So, sie sehen so ein bisschen aus, als würden sie so leicht schwitzen. Ja. Ne, so ist das wahrscheinlich die Butter da drin, vermutlich. Ja, die süße Butter. Ja, die war lecker. Ach, guck mal, Christian. Kannst du mal behilflich sein? Spülmaschine aus, weil wo du gerade da bist. Ihr linker Schrank. Ja, ihr seid jetzt live mit dabei. Wie ich zur Arbeit gezwungen werde. Genau. Ist das nicht so, als hätte ich heute schon gearbeitet? Ja, ich auch. Ach, du hast nur mit Kindern gespielt. Ja, das... so das Erzieherproblem. Das war übrigens schön, unsere obere Chefin hier aus dem Ort. Also wo ist kommen ja, die denn hin? Die kommen hier rechts hin, die kommen da gar nicht in den Schrank. So. Entschuldigung, konntest du jetzt nicht wissen. Nee. Aber der kommt noch auf die anderen Tiefen. Ah, der hier. Genau. Okay. Kam heute unsere obere Chefin, also die Verbundsleitung hier aus dem Ort von unseren Kitas hier. So von Kitas her? Ja, von Kitas her in unsere Einrichtung und hat so, ja, ach, hallo Markus, ja, wie geht's dir denn? Ich so, ach ja, bin Montag nach 2 Wochen Urlaub in meine Gruppe gekommen und 15 Minuten später war ich in einer anderen Gruppe zum Aushelfen. Jetzt werde ich die ganze Woche hier rumgereicht von Gruppe zu Gruppe. Guckte mich einfach eine Pause, wusste im ersten Moment, glaube ich, auch nicht richtig, wie sie darauf antworten soll. Dann sag ich dann so, ja und, wie fühlt sich das an? Schmutzig. Ja, blöd fühlt sich das an. Ich war 2 Wochen nicht in der eigenen Gruppe und dann gehe ich direkt in anderen Gruppen aushelfen. Ja. Das war also weniger nice. Ja, aber kannst ruhig sagen, wenn du dich dreckig fühlst. Es ist okay. Nein. Ah, es war halt so. Guck mal, die kannst du mal so da ganz hinten hinterschieben an die Fliesen quasi. Schiebe ich dir da rein, ja. Das kommt hier hin. Ja, ich bin mal sehr gespannt auf die Kekse. Ich auch. Ja. So. Ich hatte ja gerade den Markus auch direkt wieder geschockt, als ich sagte, ich fresse die Kekse direkt aus dem Ofen. Ich glaube, du würdest auch den ganzen Ofen einfach fressen. Alter! Das Ding ist, ich glaube, die Leute hassen langsam, dass ich dieses DJI-Mic habe, weil diese Werwolf-Wanderweg-Folge war schon die ganze Zeit voll mit irgendwelchen Störgeräuschen und keine Ahnung was. Jetzt kommt schon wieder so eine Folge mit lauter Poltern und Klappern. Ja. Wir beschränken es halt auch einfach nicht aufs Keksebacken, sondern sagen so, jetzt räumen wir noch schöne Spülmaschinen aus. Ja, damit ihr auch noch ein bisschen so, Action habt. Die bitte links neben den Ofen in die Schublade. Ja. Einfach irgendwie rein. Ist drin. So. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die Kekse schmecken. Wenn sie so, ich meine, da ist ja jetzt nichts Spannendes drin, was jetzt einen großartigen, besonderen Geschmack haben kann. Ja. Aber wenn die eine ganz gute Konsistenz haben, also wenn die sich angenehm essen lassen, wenn die nicht so, ich mag das nicht, wenn die so pulverig trocken sind, wenn du so ja, draufbeißt, so, so dann ist direkt so ein Staub. Ja. Boah, das mag ich gar nicht. Da hilft auch kein Glas Milch mehr. Die sind dann so trocken. Genau, so bist du sauber geworden. Oh Gott sei Dank, die Auflaufform ist sauber geworden. Herrlich. Teaser aus, meine Güte.
Das hättet ihr sehen müssen. Aber wenn da so ein dezenter, angenehmer Vanillegeschmack so in den Keksen, so ist lecker. Also wie gesagt, Vanillekipferl mögen wir ja beide, haben wir gerade festgestellt. Ja. Dann könnte das ja tatsächlich ein sehr, hoppala, gegen das Mikro hauen vielleicht nicht so angenehm, akustisch, dann könnte das tatsächlich vielleicht mal so eine Alternative sein, kekstechnisch. Wie fandest du das jetzt von der Herstellung her, vom Backen her? Super einfach. Also wenn du jetzt mal davon ausgehst, du hast ja gesagt, du bist jetzt kein Backexperte, backst nicht viel, backst nicht oft. Wenn die jetzt schmecken, wäre das was, wo du sagst, die würde ich tatsächlich jetzt vielleicht in der Adventszeit nochmal nachbacken oder so? Ja, durchaus. Also ich fand es vom Zeitaufwand her eigentlich ganz angenehm. Aber lang haben wir jetzt nicht gebraucht. Nö, also die Wartezeit dazwischen, die Stunde, war jetzt halt eine Stunde, ne? Ja. Das lässt sich halt nicht ändern, aber in der Zeit muss man ja nichts machen. Da brennt nichts an oder so, da hängt er einfach eine Runde im Kühlschrank ab. Ja. Von daher juckt das ja nicht. Ach, der Duft wird immer stärker. Ja, wird auf jeden Fall intensiver. Kann man mit arbeiten. Kann man mit arbeiten, auf jeden Fall. Wieder hier links rein? Ja. Da kann man mit arbeiten. Und vor allem das Schöne ist ja tatsächlich, wenn man Kekse backt, die brauchen in der Regel ja wirklich nicht lange im Backofen. Ja. Das ist halt wirklich das Coole, dass wenn man dann den Teig soweit hat, geht das danach relativ flott. Ja, das ist dann wirklich ratzfatz. Also da fallen jetzt keine Kekse ein, die irgendwie, also allein aufgrund der Größe von Keksen halt einfach, sind die natürlich nicht so lange drin. Ja. Also fällt mir jetzt auch keine Keksart ein, die jetzt irgendwie besonders lange irgendwie drin muss in den Ofen, aber ich bin ja jetzt auch kein Backexperte oder so. Ich auch nicht. Aber das haben wir ja schon geklärt. Ja, ja, aber halt auch so im Sinne von irgendwie das, keine Ahnung, also dafür mache ich auch zu selten selber Kekse. Ich esse gerne Kekse. Mhm. Ich nehme die auch ganz gerne. Hier vorne ist so komplett die Blende halt abgebrochen, ne? Die liegt da. Warum machst du sowas? Ich war das nicht übrigens. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ich war das nicht. Er war nie was. Nee, ich war das tatsächlich nicht. Das war schon immer leicht, es hatte hier so auf der rechten Seite so einen leichten Anriss, diese Verblendung. Ach so. Und meine werte Frau hat das irgendwann mal aufgemacht und hat nicht dran gedacht. Und hat das auf einmal in der Hand. Genau, da war die Blende ab. Okay. Aber ist nicht schlimm, die Küche ist eh schon sau alt. Also die haben, als wir hier 2016 eingezogen sind zur Miete noch damals, da war die Küche ja schon einige Jahre alt. Ach so, okay. Also die haben ja schon komplett übernommen und dementsprechend. Also was ich. Ja, dann ist das doch ein Grund, sich eine neue zuzulegen. Ja, hast du gerade mal das Geld für eine neue Küche? Nö. Aber du? Nee. Nee. Sonst würdest du ja schon eine neue Küche sehen. Ach so. Also wenn ihr auch wollt, vielleicht ein Video, wie wir eine neue Küche kriegen. Ich dachte, jetzt kommt so, wollt ihr, Markus, eine neue Küche spendieren? Ja, könnt ihr gerne machen. Das ist natürlich Quatsch. Aber wer sich dazu berufen fühlt, lasst euch nicht aufhalten. Nein, also was ich zum Beispiel niemals machen würde, was mich super an dieser Küche nervt, ist, dass diese Küchenschränke so hoch sind. Also oben kommt, also das ist halt wirklich nur Ablagefläche für Sachen, die du nicht brauchst. Das nervt mich schon. Und dann ist der Küchenschrank hoch bis 10, 15 Zentimeter unter die Decke, wo du nichts mehr hinstellen kannst. Ja, und auch nicht putzen kannst. Aber Hauptsache ist Dreck zu. Ja. Weil ich habe da seit 5 Jahren, glaube ich, nicht mehr oben drauf geguckt. Will ich auch gar nicht. Okay. Da wird als nächstes... Also die arme Sau, die Küchenschränke irgendwann abbauen sollte. Die wird wahrscheinlich direkt kotzen. Ja, da oben sammelt sich halt Staub und so halt so Fett, so was halt so in der Küche so, ne? Das ist was in der Küche so anfällt, ne? Ja. Einfach so rumfliegt. Ja. Butterbrocken. Achso, hier, dein Vanillepudding. Ja. Dass du den nicht vergisst. Den Puderzucker kann ich schon mal wieder wegstellen. Ja. Ich muss mich an dieser Stelle auch nochmal beim Martin bedanken. Der hatte mich mal darauf hingewiesen, dass es für den Thermomix ein ganz, ganz tolles Milchreisrezept gibt. Oh, Milchreis ist auch was Feines. Was easy peasy ist im Thermomix. Du schmeißt nur die Zutaten rein und lässt den dann 38 bis 45 Minuten umrühren quasi automatisch und dann ist es fertig. Geil. Das ist super entspannt. Es kann halt nicht anbrennen, weil es genau unter der Anbrenntemperatur sich dreht. Das ist halt das Geile am Thermomix. Ja. Und dann ist er einfach fertig. Kannst du in der Zeit 40 Minuten was anderes machen. Mega gut. Das geile Milchreis. Ja, geil. Ne? Das ist super. So, es müsste fertig sein und oh, riecht das so. Oi, oi, oi. Mm.
Oh, leck mich am Arsch. Ist das geil. Würde ich jetzt eher ungern, aber ich würde sagen... Vielleicht riech mal den Arsch ja auch nach Vanille. Weißt du ja nicht. Ich sage mal so, ich bin jetzt kein Crack in Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber dafür ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr gering. So, wir machen mal aus. Oder machen wir aus? Oh, die sind noch sehr weich, aber die härten wahrscheinlich ein bisschen aus noch, ne? Ah, ich würde die noch diese 2 Minuten auf jeden Fall noch. Ja, na gut. Dann machen wir mal. 2 Minuten Vollgas. Ja. Okay, Google, Timer 2 Minuten. Danke, Christians Hose. Ja, er hatte sein Mikro gerade an meiner Hose. Christians Hose, sponsored bei Google. So. Oh, es riecht so gut. Ja, was ihr gerade nicht gesehen habt, ist, vor dem Lachen hat mir Markus noch seinen Sahnesteif gezeigt. Ja, aus der Backkiste der Küche. Nicht meine steife Sahne. Die behalte ich für mich und verteile sie nur an Liebgewonnene. So. Was? Oh, was ist hier heute schon wieder los? Das ist immer, wenn du hier bist. Ja, das ist richtig. Immer wenn ich hier zu Hause bei mir bin, ist echt furchtbar. Das ist wirklich zum Brechen. So, schon mal Spülmaschine einräumen. Genau, damit deine Frau keinen Konter kriegt. Ja, die hat hier extra für uns heute die Küche nochmal tippitoppi aufgeräumt, damit wir hier ordentlich Platz haben. Danke dafür nochmal. Na, das ist wunderbar. Das war neulich übrigens total kurios. Ihr hört ja eigentlich nie den Podcast. Irgendwann neulich war sie mal hier in ihrem Hobbyzimmer so ein bisschen am Rumbasteln und keine Ahnung was. Dann hat sie den ganzen Abend Podcast-Folgen nachgehört. Dann hat immer die ganze Zeit war zwischendurch am Kichern. Weil es dann doch ganz witzig fand, hier so die letzten Folgen. Ne? Und das war ganz geil. Und immer, wenn ich mein Headset abgesetzt habe, mein Arbeitszimmer beim Zocken, habe ich dann irgendwie meine Stimme aus dem Nebenraum gehört. Das war auch total irritierend. Weil es halt so über Boxen gehört hat. Ne? Das war total seltsam. Ja, ich muss sagen, ich höre unsere Stimmen manchmal zum Einschlafen. Okay. Folgst du meinen Monologen in den Schlaf, ja? Genau. Ich höre mir dann die allerersten Folgen immer an, wo du allein warst. Ja, blöder Wichser. So. Ja, die waren wirklich nicht so gut. Das ist ja. Aber da hatte ich auch noch eine ganz andere Idee für den Minecast. Das muss man ja auch dazu sagen. Das hat sich ja alles ein bisschen entwickelt und diese Entwicklungen sind gut. Meine Hose klingelt. Fantastisch. Deine Hose macht Musik. Ja. So. Schauen wir mal. Oh, riecht das gut. Ey, wenn man den Ofen aufmacht. Ja, die sind jetzt aber nicht viel härter. Ich gehe mal davon aus, dass die aushärten werden. Okay. So, also ich glaube, jetzt werden die nur noch dunkler. So, holen wir die mal raus. Die sehen jetzt nicht viel anders aus als vorher. Aber sie riechen geil. Oh ja, sie riechen wirklich sehr gut. Also davon jetzt nochmal ein Foto machen, lohnt sich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil die sehen tatsächlich sehr, sehr gleich aus. Sind jetzt ein bisschen weich, aber man merkt schon. Hoppala, oh, ich glaube, die sind sehr bröselig. Ich glaube auch. Ich habe einen Keks hochgehoben und ist direkt in 4 Teile zerbrochen. Aber, gut, aber die sind jetzt halt auch gerade noch sehr, sehr weich, ne? Deswegen. Geil. Probieren. Hm. Sehr, sehr süß. Aber tatsächlich sehr, sehr bröselig sandig. Ja, genau wie du es nicht magst. Ja, weiß ich nicht, ob das sau. Also ich habe jetzt auch nur ein ganz kleines Stückchen probiert. Aber ich glaube, das wird nicht besser, wenn die ausgehärtet sind. Also nee. Die sind wirklich sehr. Aber geschmacklich sind sie okay. Ja, geschmacklich okay. Ich würde sagen, da wir jetzt hier tatsächlich mit euch zusammen nicht mehr viel machen können, außer warten, bis die Kekse abgekühlt sind, was jetzt aber nicht so spannend ist. Die erste Geschmacksprobe haben wir genommen. Geschmacklich, was sagst du auf einer Skala so von 1 bis 10? 1 ist komplett ab direkt in die Tonne. Und 10 ist, ich könnte drin baden und würde mich damit einreiben. Oh, so eine stabile 6 bis 7 wäre es bei mir. Okay, geschmacklich würde ich sagen 7, weil Vanille geht eigentlich immer so bei Backwaren und so. Konsistenz zieht es für mich leider auf so eine 3 bis 4 runter. Also würde ich mich mal irgendwo bei einer 5 einpendeln. Ja. So, wenn man Bock drauf hat, kann man sich da so ein paar von reinschmeißen, aber man soll auf jeden Fall was zu trinken am Start haben. Ja. Sonst vielleicht eine Vanillemilch oder so noch dazu, um das so ein bisschen zu supplementieren, wie man so schön sagt. Ja.
Alternativ habe ich in dem Rezept gelesen, kann man dann halt auch andere Puddingpulver nehmen. Da muss nicht Vanille sein, sondern man kann auch Kirschpuddingpulver oder Schokopudding natürlich nehmen. Naja, klar, aber dann... Dann kann man das so ein bisschen durcheinander machen. Genau. Wie gern magst du diese, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, Engelsaugen, glaube ich, oder so? Meinst du das mit der Kirschmarmelade in der Mitte? Die Kekse mit dem Marmeladenfleck in der Mitte, genau. Ja, muss ich Bock drauf haben. Die sind nicht schlecht, aber muss ich Bock drauf. Ja, okay, ist halt meistens so ein harter, klebriger Klumpen. Ne? Ja, deswegen, ne? Also das ist, aber wenn das zwischen den Zähnen hängen bleibt, finde ich echt unangenehm. Ja, das stimmt schon. Da sind wir nicht mehr in dem Alter, um das Gebiss technisch gut wegstecken zu können. Ja, das ist so, dann würde ich sagen, belassen wir es dafür bei heute, bei diesem Dings, was, wo? Hä? Ja, genau. Belassen wir es heute dabei? Genau. Wenn ihr Lust bekommen habt, irgendwas in der Richtung auch mal nachzubacken, vielleicht habt ihr auch richtig coole Keksrezepte oder so für die Weihnachtszeit, die ihr mit der Mindcast-Community teilen wollt, dann schickt sie uns gerne. Ihr könnt uns übrigens auch, erwähne ich gerne nochmal, mittlerweile auch gut per Mail erreichen, christian@mindcast-podcast.de oder markus@mindcast-podcast.de. Ihr könnt auf unseren Discord-Server kommen, ihr könnt über Social Media uns schreiben oder das Feedback-Formular auf der Podcast-Seite nutzen. Genau. In diesem Sinne würde ich sagen, lieber Christian. Ja, hab noch eine schöne Weihnachtszeit. Ne? Viel Spaß beim selber backen. Ja. Lebt lang. Und in Frieden.